Dankeschön, dankeschön. Oh, Digga. Herzlich willkommen zum nächsten Stadion-Vlog. Ich komme leider zu spät. Arbeitstechnischen Gründen die Bahn nicht bekommen, die letzte Bahn, die ich bekommen müsste. Deswegen bin ich jetzt zu spät. Ich habe aber gerade gesehen, VfL führt 1-0. Junge, Winzheimer macht das Ding. Minute 14. Hammergeil. So, wir sehen uns aber gleich im Stadion. Ich muss sofort die Tasche abgeben und sofort ins Stadion rein, ja? Wir sehen uns. Let's go, Alter! Digga, scheiß Tasche abgeben jetzt! So, ab geht's, Alter! Ich bin wieder am Start! Let's go! Digga, weg am Start! Hi! Alles gut? Junge, zu spät einfach! So, 1-0, geil, schön wieder hier zu sein, Minute 25. Der spielt besser gerade. Bochum, Junge, die ganze Zeit schon. Geil, Mann. Das ist doch ein Willkommens. Sola! Sola! Geil. VfL! So kann es weitergehen, Alter. Kommt, Jungs, Mann. Fängt doch gut an. Komm ins Stadion rein. Noch nichts verpasst. Sehr gut, Junge! Bruder, einfach 2-0! Was ist das? 35. Minute! Hammer! Geil! Kevin! Deine Mütze steht dir! Ah, zu geil! Gar nicht mal so gut! Ey, heute ist Freitag der 13. Nur mal so. Zur Info. Für uns läuft's gut. 2-0. Bruder, Minute 40, Alter. Die Jungs spielen echt sexy heute, ey. Richtig gut. Boah, los hier, Alter. Ein Spiegelei. Spiegelei bei Lucy. Der Arme, ja. Komm, Bruder, ich hier auf da, komm. Weiter. Ich bin mit 2-0 in Führung. Ach, hey, grüß dich, alles gut? Ah, bester Mann. Guck mal, wie heißt du nochmal? Wie? Yari. Yari, komm mal her. Der Yari hier hatte mich nur auf Instagram angeschrieben. Er hatte, glaube ich, irgendwann mal so einen Schal gewonnen. Wo war das? Beim Gewinnspiel im Internet. Ah, cool. Und hat gesagt, dass er mir das gerne geben möchte, damit ich ihn dann verlose nochmal. So, danke dir, ne? Ja. Bester Mann. Geiles Spiel. Hau rein. Auf jeden Fall, den Schal habe ich jetzt von Yari, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, bekommen. Ja, den werde ich verlosen. Wie ihr da teilnehmen könnt, erfährt ihr dann unten in der Videobeschreibung.
Und ja, die Halbzeit war auf jeden Fall super. Ich kam 25 Minuten später an. Erste Tor leider nicht mitbekommen, zweite gerade noch. Aber hey, 2-0, so kann man auf jeden Fall in die Halbzeit gehen. Ich freue mich auf die zweite Halbzeit. So, wir sehen uns. Wir grüßen alle Tarek, das ist der Zapfmeister hier. Und VfL gewinnt heute, ganz klar. Mannschaftsfoto hier mit den Jungs. Die Jungs sind gut drauf. 2-0, Alter. Let's go. Ach, zweite Halbzeit läuft. Gambula, schade, Mann. Oh, wir sind gerade echt am Betteln, dass wir noch ein Tor kassieren. Sieht echt dünn aus. Hannover drückt. Bitte nicht, nein. Rüber. Ich fände es ein bisschen geiler, wenn wir alle gemeinsam singen würden, ey. Also so synchron, weißt du? Die Ultras geben sich so viel Mühe. Und dann fangen hier in den Ecken einfach irgendwelche Leute an, irgendwas anderes zu singen. Das wäre echt geil, wenn wir damit machen können. Würde ich mir echt wünschen, wirklich. Der Trainer muss mal Gambula einmal auf die Bank schicken. Er macht zu viel Halligalli, das geht nicht. Das geht echt nicht. Der muss auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Dass er auch um seinen Platz kämpfen muss, wirklich. Das ist zu wenig, was Gambula tut in die letzten 3-4 Spiele. Jungs, Mann. Macht nicht so einen Mist. Ey, wir haben die einfach stark gemacht. Oh, Riemann, Junge, du bist der Geilste, Alter. Geile Parade. Riemann! Junge, der hat Eier aus Stahl, Alter. Geiler Typ. Digga, was für. Digga, welche Chancen willst du noch haben? Sollen wir den Ball da hinlegen und du schiebst ihn einfach rein? Gambula muss aufwachen, das geht so gar nicht mehr weiter, ey. Gar nicht. Geile Stimmung, die ganze Kurve brennt. Ja. Junge Riemann ist der Geilste. Riemann ist der Geilste, Mann. Punkt. Junge, wie fischt der den da raus? Alter Falter, ey. Der kratzt ihn noch aus der Ecke. Krass, krasser Typ. Ole, VfL Bochum, ole! Und zum
Spiel. Alter, was ein Nervenkitzel. Letzten Minuten. Mach jetzt Feierabend da! Vorfeld, Bochum, ole! Ole, ole! Geil! Heimsieg! 3 Punkte bleiben zu Hause. Herrlich! Danny, mach mal keinen Scheiß, gib mir mal nächstes Mal Trikot, ja, bitte. Ich würde mich echt freuen. Männers, herrlicher Sieg. Auch wenn wir am Ende gezittert haben, scheiß drauf. Jeder Punkt zählt. Und damit haben wir erstmal die 3 Punkte zu Hause. Nächste Woche nochmal gegen Regensburg. Und dann sehen wir uns, ja? Haut rein. Ciao.